Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1744. Wir sind in einem weiteren TVZ mit dem Zerg in Rot. Der ist im Team Sidestorm Gaming. Es ist Namsha gegen den Terraner in Blau. Beim Team Alpha X ist Vindicta. Wir starten da auf 2000 Atmospheres. Wir haben die Natural unterwegs bei Vindicta mit einem Reaper zusammen. Und bei Namsha sieht man bei der Edge Spawning Pools, werden ein paar Linge gebaut, es wird eine Queen gebaut oder zwei und die dritte Basis kommt vor die Main Base, also nicht da, wo das SCV rumpatrouilliert. Reaper schaut sich jetzt natürlich die Situation beim Zerg mal an, guckt, ob er da ein paar Linge eventuell wegsnipen kann, im besten Fall sogar eine Drone, aber die Queen kommt ein paar Sekunden, man sieht den Fortschrittsbalken an der Hatchery, dauert nicht mehr allzu lange, dann ist die Queen da und dann hat sich das für den Reaper erstmal erledigt. So, Factory danach. Und mal abwarten, Vindicta. Wird es ein Bioplay, wird es ein Neckplay? Erstmal snipt ihr schön den ersten Creep Tumor. Das ist ein wertvoller Snipe für den Reaper tatsächlich. Das bremst den Creep wahnsinnig aus. Das macht dem Zerg deutlich mehr Schwierigkeiten, Dritte und Natural miteinander zu verbinden. Man möchte da Creep haben, dass die Einheiten schneller darüber wandern können. Gerade eben die Queens, auf die man ja im Early Game angewiesen ist als Defense. Also hat der Reaper da mit einem soliden Job und hängt hier weiter rum. Solange noch kein Speed-Upgrade da ist, ist das kein Problem. Und da ist der nächste Creep-Tumor, das nächste Mal, der versucht, den zu snipen. Dieses Mal gelingt es nicht, der Creep-Tumor wird durchkommen. Der ist ein bisschen weiter nach hinten gesetzt worden, zur Sicherheit, damit er eben am Leben bleibt. Und der Creep-Tumor ist jetzt da, das heißt, jetzt geht das nach und nach vorwärts. Und natürlich auch mehr Queens mit dazu, währenddessen Overlord hängt außerhalb von der Mainbase ab. Da wartet auch schon Marine drauf, dass der sich nähert. Und wir haben, wie man sieht, Starport und ein drittes CC, also ein Makro-Play von Vindicta hier geplant. SCV hängt am Watchtower rum, ist noch nicht nach Hause gefahren, überraschenderweise. Könnte zu Hause die ganze Zeit Mineralien sammeln. Zwar nicht viel, aber besser als nichts. Jedes bisschen kann sich aufsummieren. Und wir haben jetzt die dritte Basis online bei Namsha. Der kriegt dann gleich Besuch von der Hellion Reaper Combo hier. Hat aber mit Queens momentan vier Stück, nochmal zwei im Bau. Ein paar Dinge sind noch da und die Queens alleine sollten schon reichen, diese Einheiten zurückzuschlagen. Ja, die Drones muss man noch ein bisschen drauf aufpassen. Es kann gut sein, dass die Hellions einfach an den Queens vorbeifahren. Aber mit nur zwei Stück ist es noch ein bisschen wenig. Da wartet man schon auf 4 bis 6 Hellions. Und wir haben einen Raven unterwegs. Dritte Basis für Vindicta ist fertig. Und ja, die beiden fröhlich im Aufbaugame. Overlord nähert sich jetzt doch nochmal an. Marines stehen aber in verschiedenen Ecken und bewegen sich sofort dem Overlord entgegen. Damit der möglichst wenig Infos sammeln kann. Damit er die Aktion auch nicht überlebt. Aliens währenddessen sammeln sich wieder vor der dritten Basis vom Zerg. Der Overlord kommt aber mal komplett rein, sieht die dritte Basis. Also er hat auf jeden Fall alle wichtigen Infos gesammelt. Stim wird angedrückt, es wird ein Bioplay von Vindicta. Von Namsha kommt jetzt der Leertech. Mehr Overlords, er ist nämlich gerade supply-blocked auf 74, nachdem er den Scout-Ovi verloren hat. Etwas uncool, dass man da ein bisschen drauf festsitzt, aber Supply-Block ist nicht allzu lange aktiv, also nicht so schlimm. Die Aliens wollten da den Damage auf beide Queens rausdrücken, dafür geht aber ein Hellion down. Sind einige auf dem Feld tatsächlich und da kommt der Raven mit dazu, damit muss man keine Scans opfern gegen den Creepspread. Hat auch seine Vorteile hier. Die Queens wollen natürlich jetzt ihr Bestes tun, um den Creep trotzdem voranzubringen. Autotrot wird mit reingejagt, der Raven fehlt 5 Points, aber die erste Queen geht down. Autotrot ist halt sehr viel DPS. Aliens brennen auch nochmal mit drauf und die Queens haben ein paar Schwierigkeiten hier. Amsha muss aufpassen auf seine Defense. Baut jetzt auch ein Roach-Spawn tatsächlich mit dazu. Die Aliens gehen nochmal drauf hier auf die Queen, wird aber schon Zeus, bleibt am Leben. Aliens wollen natürlich am Rande des Creepspreads fighten. Möglichst nicht auf dem Creep, weil dann kommen die Linge angerannt und wollen die Hellions surrounden. Auf Creep funktioniert das ein bisschen besser. Und daher halten sich die Hellions auch so ziemlich an die Grenze quasi. Außer man kann eben Queen snipen, da versucht man es wieder mal. Die Queen geht down, die andere Queen kriegt auch sehr viel Schaden. Also es ist sehr viel Damage, den jetzt hier doch Vindicta austeilt mit seinen Early Game Einheiten. Kriegt auch die nächste Queen die Linge, jetzt wollen sie den Surround ansetzen. Aber wie man sieht, die Hellions trägt sind da die Linge ein bisschen aus. Die Linge wollen jetzt einfach drauf. Aber die Linge werden einfach weggebracht. Die Hellions machen zu viel Damage, die Queens hinten sind noch mit dabei. Aber die kommen nicht schnell genug ran und die Hellions kommen damit durch mit der Aktion. Das war eine richtig lohnenswerte Aktion hier für den Terraner. 2 Queens down, 16 Linge down, 3 Hellions und ein Reaper verloren. Der Raven lebt noch. Den kann man nochmal wieder verwenden. Der hat hier nochmal ein Autotort reingejagt in der Natural. Hat nochmal ein paar Mate-Points verloren und es gibt tatsächlich nochmal eine tote Queen. Also da geht bei Namsha auf jeden Fall sehr viele Mineralien drauf. Doppelt so viele Resource Lost, 600 zu 1200 in den ersten 6 Minuten. Und das war jetzt hier die vierte Queen. Und das nervt schon. Vierte Basis kommt hier mit dazu. Dritte Basis von Vindicta läuft. 61 zu 71 Worker. 7 Overlords auf einmal bei Namsha. Er macht richtig Supply-Frei. Das geht halt hoch auf
Was war denn das? 160, 170 Supply? Dann die Maximalgrenze und kann das dann natürlich mit Roaches ziemlich schnell füllen. Ja, es gibt auf jeden Fall Roach-Play mit 1-1 und Roach-Speed. Kein Link-Banding-Muta, sondern einfach nur massig Roaches, die da geplant sind. Da kommt aber schon der Terraner wieder vorbei an der vierten Basis. Die ist noch nicht fertig, kann also nicht transused werden. Die Queens wandern hier mit uns, sind aber off-creep. Müssen auch ein bisschen aufpassen. Energie ist jetzt nicht mega hoch. Widowmine sind auch mit dabei. Erst Widowmine schießt auf die Queen-Seite, Widowmine schießt auf die Linke. Die Roaches kommen jetzt mit an. Es gibt, wenn das noch ein bisschen Drone-Arge, weil der Raven hat wieder einen Autotöter reingejagt. Killt aber nur zwei der Drones. Der Drop wird verteidigt. Die vierte Basis bleibt am Leben. Lamscha hält das Ding. Es ist bei 170 Supply da gerade an seinem Limit. Und das nähert sich jetzt ziemlich schnell dem Maxout. Und sein Supply wird da auch richtig massiv klettern. Ich meine, man sieht jetzt, das ist die Roach-Produktionsrunden, die Lamscha da eingeworfen hat. Nick, der baut natürlich auch aus und er hat jetzt natürlich realisiert mit dem Scan, das sind so viele Roaches, der spielt komplett Roach-Style, da kommen richtig viele Roaches, da sollte ich mich eventuell drauf vorbereiten und die Antwort kommt auch, es wird Doppelpanzer gebaut. Dank dass nur Roaches sind, sind Siege-Tanks super, mit Ravagern wird es ein bisschen komplizierter und Ravager werden wir auf jeden Fall folgen. Mit so viel Vespin-Gas ist es nur eine Frage der Zeit, ja da kommt der Ravager mal auf 9 Stück auf einmal und wir haben 1 Cent Upgrades auf beiden Seiten. Klar, die Roaches, altbekanntes Problem. Je länger das Game geht, umso schlechter werden die Roaches. Aber jetzt kommt erstmal das Timing mit so viel Masse wie irgendwie möglich. Es werden noch ein paar Drones rausgeballert. Aktuell hat aber Vindicta den besseren Work-Account. Aber da, Weg wird aufgemacht und jetzt geht's vorwärts Richtung dritte Basis. Das sind mehrfach Bunker gestellt worden. Die Marines waren dann ausgeladen. Panzer auf Micro und mehr Panzer kommen angefahren. Es sind noch nicht wirklich Siege-Tanks am Start. Wir sind erst bei 3 Stück. Die Roaches rennen einfach mal fröhlich rein in die dritte Basis. Bunker 1 lebt überhaupt nicht lange. Und da geht's los mit der Roach-Quetsche. Einfach ran an den Gegner. So viel irgendwie anrennen wie möglich. 12 SCVs bereits gesniped hier am Anfang des Fights. Aber jetzt sind die Panzer auf Micro und die Roaches haben nicht wirklich die Vision. Die sehen da nichts. Die waren einfach nur beballert von allen Seiten. Versuchen trotzdem durchzukommen. Oh, die Close of Ice. Das war ein Missklick. Die gingen eher auf die eigenen Einheiten und da hat sich Lamscha ein bisschen verschätzt und jetzt kann die Bio kurz den Fight drehen und räumt richtig, richtig Einheiten raus. Die ganzen Ravager gehen hier down. Der Raven kommt von der Seite nochmal mit angeflogen, hat fast keine Hitpoints mehr. Einen einzigen Hitpoint hat er noch und die Turn Army, ja, die hat das überlebt, kann jetzt gegenpushen, aber der Verlust war an den SCVs. Die dritte Basis hat allerdings überlebt, also das Command Center selber steht noch und jetzt kommen dann natürlich mehr Panzer, mehr Marines nach. Bei Lamscha kommt dieselbe Masse an Roaches quasi nochmal. Aber mit jedem Schlag, den er austeilt, wird dieser Push weniger effektiv. Immerhin hier nochmal, Changeling blockt die vierte Basis. Also ein Trost. Lamscha selber hat seine vier Basen, noch keine fünfte bisher. Schickt da auch einen Roach Runby los. Aber man sieht eben zwei Zeit für die Bio plus eins für die Panzer. Das waren alles Situationen, wo es für die Roaches deutlich mehr wehtut. Und das kriegen auch die drei Roaches hier schon zu spüren. Da kommt gerade mal eine bis an die vierte Basis ran. Ein Marine wird dann doch nicht reichen, aber Vindicta hat andere Pläne, denn der geht hier rein mit seinen Marines, stimmt da nochmal, mega wenige Points, will die Evolution Chamber haben, die wird er auch kriegen, aber war es das wert für so viele Marines, die wird sofort nachgesetzt und es ist sogar nur eine zweite mit am Start. Da kommt die nächste Welle in Road Traverse, geht wieder rein, die dritte, keine Bunker, keine Gebäude, Panzer wird überrannt, mehr Panzenten wollen sich aufstellen, diesmal steht auch kein Panzer auf dem Highground in der Mainbase. Die Roaches kommen da ran, killen noch mehr Worker, aber auch die Roaches waren zum ordentlich weggeballert. Also auf beiden Seiten hohe Verluste, Vindicta's Supply droppt deutlich mehr, sein Supply ist auch noch viel mehr unterwegs, wie man sieht. Hier der Drop wird von Roaches aufgehalten. Die Roaches versuchen zumindest den aufzuhalten. Die Marines setzen sie hier tatsächlich durch. Damit hat die Mainbase ein paar Schwierigkeiten, ehe da weitere Roaches ankommen. Hier die Roaches machen auch noch weiter Druck an der dritten Basis. Und die Marines setzen sich aber auch hier durch jetzt in die Ravage alleine. Und damit sind sie Futter für die Marines. Die kommen nicht schnell genug weg. Und die Reinforcements kommen nicht schnell genug an. Immerhin der Drop wurde defended. Lamscha auf 170 Supply. Vindicta gerade mal auf 110. Er hat eine vierte Basis, ja, aber er hat nur noch 46 SCVs. Und damit hat er trotzdem nicht das Beste in Kamin, fehlt es einfach jetzt an Workern. Da hat Lamscha den Vorteil. Lamscha mit einem weiteren starken Fight, den er genommen hat, überrascht der Vindicta an der dritten Basis. Und nimmt die Roaches, so manchen guten Fight hier mit. Hat dann plus zwei Mist-Attacks unterwegs. Morpht weitere Ravager, schießt wieder hoch Richtung 200 Supply Max Out. Die Bio hat jetzt zwei Zeit, die Panzer haben jetzt plus eins. Es tut jetzt also ein bisschen mehr weh, gegen die Terraner Army zu fighten. Die dritte liftet schon mal direkt, also hat da keinen Bock auf Runde 3. Panzer versuchen jetzt wieder auf dem Highground die Situation irgendwie in den Griff zu kriegen. Die Roaches, man sieht auch, kassieren ziemlich übel die Miets, wenn sie mal draufhalten. Können auch sehr viel Schaden machen, aber es ist immer noch sehr viel Roach-Masse da. Counter-Attacks sind aber unterwegs. Dritte Basis kriegt Arger und fünfte Basis wurde bereits gesniped. Die Roaches rennen rüber, hier ist aber die PF, das heißt, die wehrt sich auch. Die Roaches jetzt nicht mehr in der schönsten Situation und die laufen mal kurz ran an die Marines. Marines laufen zurück. Ja, der Drop-Push geht hier immer noch weiter. Die dritte Basis geht gerade down und die vierte kriegt ja auch Schwierigkeiten. Die Marines setzen sich gerade durch alles durch. Die Roaches währenddessen werden hier einfach hingehalten und da kommt ständig Reinforcements dann und damit wird es für die Roaches hier langsam richtig dünn. Dann schaut er noch 50 Supply mehr, aber es macht gerade gar nicht den Eindruck, weil er hat hier wichtige Sachen, die er verliert, wichtige Economy, die er verliert. Wie man sieht, die vierte Basis wird jetzt auch weggeballert. 10 Drones down. Die Roaches und Ravager hier werden aufgelöst. Die Bio setzt sich jetzt halt doch durch. Da haben wir den Wendepunkt erreicht, wo sich die Bio halt doch massiv gegen die Roach Ravager Army durchsetzt.
wenn die Masse fehlt, wenn die Upgrades einfach da sind, dann ist die Bio einfach viel zu krass und jagt jetzt hier nochmal ein paar Ravager. Immerhin Corrosive Vials können da die zwei Ravager nochmal retten. Aber dafür nur noch 30 Supply vorne, was Namche ist. Und natürlich seine Economy gerade mega kassiert. Nur noch 10 Worker mehr und keine dritte Basis mehr. Das heißt, er ist selber auf gerade mal 3 Basen. Main und Natural natürlich nicht mehr die ertragreichsten Bases. Plus sein Missile Attacks kommt als nächstes noch, aber 3-3 angedrückt für Vindicta. Ja, und man mag es auch, er wandert jetzt raus mit seiner gesamten Armee. Jawohl, das hat funktioniert. Ich habe dich endlich aufgehalten. Und jetzt geht's mal die andere Richtung. Können die Ravage und die Roaches das aufhalten? Das wurde einiges nachproduziert. Die Bayer läuft auch schon wieder. Notfalls kann man immer noch einladen als Terraner. Und das passiert hier auch. Es wird einmal eingeladen. Die dritte von Vindicta ist wieder gelandet. Da stehen jetzt massig Panzer oben. Also nochmal so ein Push hier auf die Basis wird schwierig. Die Frage ist, wie macht Namsha hier weiter? Jetzt kommt der Infestation Pit. Es kommt sein +2 Armor Upgrade. Und seine Basis ist jetzt hier auch bald mal neu gebaut. Dauert nicht mehr allzu lange. Trotzdem, man verliert natürlich da ein bisschen Mining Time. Der Drop düster fröhlich über die Roaches und Ravager drüber. Denkt sich, jawohl, okay, da ist ein Teil deiner Army abgestellt. Ausladen ist ja natürlich nicht die schönste Idee. Aber es ist einfach die Mobilität, die die Bio jetzt hier hat. Die Roaches versuchen jetzt in alle Richtungen sich aufzustellen, damit die Marines keinen weiteren Schaden machen. Die Marines rennen auch prompt wieder weg. Aber man sieht eben, der Supply-Unterschied ist nicht mehr so hoch. Also Vindicta bleibt jetzt da einfach dran und hat halt die krassere Army, wenn es zu einem großen Fight kommt, einem direkten Fight kommt. Immerhin Hivetech und Hydraden ist unterwegs. Namsha vielleicht, dass er sich da auf Lurker retten kann, als seine nächste Tech-Waffe, die da wertvoll wäre. Aktuell Vindicta sammelt da fröhlich Kohle aus seinen 4 Basen. Da kommt ein Roach schon bei. Aber ja, das sind die Panzer auf dem Highground. Also es wird für Roaches nicht so spannend. Und die Marines, also die Medivacs, sehen das eh direkt, was hier abgeht. Okay, das sollte einfach geschiftet ausgeladen werden. Aber man reagiert Vindicta rechtzeitig, bevor er da mehr Marines verliert. Große Pfeil hier auf den Liberator, bevor der Schaden macht. Dafür wurde hier die Bayer ausgeladen. Also, ja, die Dynamik ändert sich. Und Vindicta hat jetzt deutlich mehr Kontrolle über die Map, kann viel mehr hin und her laufen und ein bisschen den Zerg ausspielen. Und das macht er ja auch prompt. Findet da ein paar Drones an der dritten Basis. Die Roaches sind nämlich rübergelaufen auf die anderen Seite. Müssen jetzt wieder die Seite wechseln. Die Queen kriegt da auch nochmal eine Breitseite ab und wird gesniped, hier eingeladen und weggeboostet wird. Der Drop wartet natürlich auch auf seine nächste Gelegenheit. 66 zu 63 Worker. Vindictas Army ist gleich selber maxed und da stehen jetzt noch einige Siege Tanks mit dabei. Hivetech ist unterwegs. Da kommt Tunneling Course für die Roaches. Da kommt Burrow. Da kommt Hydra Range. Da kommen 14 weitere Roaches und der Lurker dann beginnt. Aber aktuell ist es halt immer noch eine Roach Ravager Army gegen 11 Siege Tanks. Das wird wehtun. +2 für die Siege Tanks beginnt jetzt auch. Und die Bio, da ist sie, versammelt. Mit den Panzern, mit den ganzen Medivacs. Das ist eine ziemlich riesige Army. Kein Sensortaub am Start, die kommen gleich online, die könnten dann noch diesen Trupp hier sehen, der da gerade vor der Haustür steht. Ja, sieht das jetzt auch. Die Army läuft an, Roaches und Ravager vor der vierten Basis, wenn das an der dritten soll es einen Rumble geben, aber der wird abgewehrt, da kann man scannen. Aber hier geht's rein, auf die PF-Panzer sind nicht gesiegt, Marines kommen jetzt angelaufen, 3-3 ist auf den Marines drauf, es ist 3-3 gegen 2-2. Es ist massig Marines da, die PF hält nochmal gerade eine Runde durch, die Roaches überlegen sich, gegen wen sie gerade eher fighten wollen, nochmal gegen die SCVs geht's, gegen das PF geht's, Crossbys landen richtig schön rein, weiße auf den SCVs, die gehen alle down, aber die vierte Basis bleibt am Leben und man sieht, dass hier der Runby auf die dritte funktioniert nicht und die Bio räumt das problemlos weg, die Roaches haben da nichts zu melden, hier geht's nochmal in den Fight, die Bio stimmt nochmal, die Panzer sind halt, die Stellung, die PF lebt nach wie vor tatsächlich und das kostet natürlich jetzt Namsha einiges an Supply, man sieht das auch, Supply-Vorsprung hat sich komplett gedreht, wenn Dickler jetzt 40 Supply vorne, räumt jetzt einfach einen Ravager nach dem anderen auf. Er hat seine Marauder da mit dabei. Die haben noch nicht mal Concussive Shells tatsächlich. Das sind noch ganz normale Marauder. Da könnte man noch ein paar mehr Kills mitnehmen können mit dem Upgrade. Aber jetzt geht's erstmal vorwards. Da kommt auch schon der vorsorgliche Cancel auf die Hedge. Weil Namsha nicht das Gefühl hat, dass das Ding am Leben bleibt. +3 Missile Attacks ist unterwegs. Seismic Spines für die Lurker ist unterwegs. Also eventuell kann sich Namsha da noch retten. Aber er hat jetzt eine schwere Zeit vor sich. Und versucht da mit den Roaches an der Seite reinzulaufen. Aber Panzer sieht schon ran. Die Bios sind nochmal völlig durch. Und die Roaches lösen sich halt einfach in Luft auf. Die Turn Army ist halt so krass gerade. +2 für die Panzer kommt auch noch. Die Roaches 3-3 ist unterwegs, aber das dauert noch ein ganzes Stück. Es dauert noch deutlich länger und hier die Basis verschwindet einfach. Die Roaches verschwinden einfach. Die Terran Army hat deutlich mehr Spaß an den Fights gerade, als es die Zerg Army hat. Es sind irgendwelche Lurker da. Nein, es sind 4 Hydras auf dem Feld. Es wurde noch kein Lurker gemorpht. Momentan einfach Defense mit Roach Ravager. Die paar Hydras laufen jetzt da auch mit einer Army rum. Aber die Turn Army pusht einfach weiter und weiter nach vorne. Der Heal hilft natürlich auch aus. Da geht es jetzt nochmal auf die Panzer mit den Corrosive Vials. Ein Panzer bleibt da bestehen, teilt nochmal aus. Die Terran Army kommt aber nicht ganz durch, wie es aussieht. Wird hier tatsächlich aufgehalten durch die ganzen Reinforcements, die Namsha ranschicken. Er kann nochmal ein paar Medivacs snipen. Das ist wichtig für ihn. Problem ist, er ist trotzdem 40 Supply hinten und hat da eine komplette Position verloren. Versucht den Creep nochmal nachzusetzen. Die Basis wurde gerade gescannt und Vindicta, das wird sein nächstes Ziel sein. Direkt, da sieht man es auch. Direkt kommt die Truppe angelaufen. Bio stimmt nochmal raus, hier soll es ein neues Command Center geben.
Das möchte da gerade randanden, dass dann auch Vindic eine weitere Base hat. 52 zu 60 der Worker-Count. Isagami stellt sich dem entgegen, aber muss oft eben mega aufpassen. Die Panzer haben inzwischen plus 2 und die Bio denkt sich, jawohl, fighten, macht Spaß, wir gehen da mal rein. Lurker sind immer noch keine mit am Start, sind beide Lurker-Upgrades da, aber halt keine Lurker momentan auf dem Feld, die da irgendwie helfen können. Ist die Frage, helfen die Lurker überhaupt gegen so viele Siege-Tanks, die damit wandern? Jetzt gehen die Drones am Fighten, die Basis hier drüben sollte nicht sterben, die Economy sollte nicht sterben, aber sie tut es trotzdem und damit hat Namsha absolut keine Chance mehr, weil dann wäre nur noch auf 3 Basen und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Vindic über alles drüber läuft. Daher ist es das GG, das 1-0 geht an den Terran. Also Namsha macht einiges möglich mit den Roaches und den Ravagern, aber es kommt halt wirklich der Wendepunkt, wo Vindic da mehr und mehr die Kontrolle über das Game übernimmt und die Roaches einfach nur zerplatzen. Wir hatten am Ende 22 zu 31.000 Resources lost mit 174 toten Roaches, 35 toten Ravagern. Auch Bio hat es einiges gekostet. Viel mehr SCVs als Drones gestorben, aber halt Vindic da hat überlebt, seine Army hat durchgehalten, jedes Mal irgendwie. Und irgendwann kam dann halt der Punkt, wo die Roaches nicht mehr fighten konnten. Auf Romanticide geht es weiter, die dritte Basis von Namsha wurde mal unabhängig vom SCV gesetzt. Das SCV hat hier rumpatrouilliert, aber ja, oh, der Reaper wollte die Drone, kriegt sie nicht, hat einen Linkkill bisher gesammelt. Ja, Namsha hat einfach hier die dritte gesetzt, es war ihm egal. Und der Reaper nervt hier noch ein bisschen, kriegt dieses Mal nicht den Creep-Tumor. Damit kann man die dritte Basis dann doch leichter ans Gebiet anschließen. So, 3 CCs wieder bei Vindicta. Der Reaper hält sich jetzt erstmal ein bisschen zurück, wartet, dass seine Regeneration einsetzt. Und dann wird hier erstmal ein bisschen aufgebaut. Mal sehen, ob Namsha da nochmal den Roach-Plan wählen möchte. Oder ob es dann doch Link-Baning gibt. Link-Baning ist halt im direkten Fight gegen die Bio etwas sinnvoller. Sieht man daher auch häufiger. Weil die einfach nicht diese Situation haben, wo sie abfallen in ihrer Stärke und dann die Bio das Game übernimmt. Kann auch passieren. Klar, es kann auch mit Link-Baning auseinanderfallen. Ist trotzdem ein gefährliches Hin und Her für beide Seiten. Wenn halt die Baninge zu viele Marines wegkegeln, fällt die Terran Army in sich zusammen und umgekehrt, wenn keine Baninge da sind, zu viele Marines, dann fällt die Zerg Army in sich zusammen. Dann können die Mutas und die Linge nichts mehr tun. Das ist ein Spiel mit dem Feuer für beide Seiten. Der gefährliche Tanz im TVZ mit Bio gegen Link Baning Muta. Und der Link Vault des Scoutens kommt auch, glaube ich, noch auf den High Ground hoch. Overlord möchte nochmal nachsetzen. Starport mit TechLab wurde gesehen. Da wird eine Banshee ohne Cloak-Upgrade produziert. Die Hellions müssen sich zurückziehen. Die werden vom Overlord überwacht. Der Overlord wird gleich weggeschossen. Der Reaper ging nochmal in die Natur rein. Da sieht man es. Die Mine hat alles Mögliche beschädigt, aber nichts erledigt. Overlord ist down. Und jetzt geht's an die Hellions, die da unterwegs sind. Die Hellions halten dann fröhlich den Eingang zur Base. Und wir haben Doppel-Evolution-Chamber, wir haben Stim unterwegs. Also die Richtung, die es von Vindicta werden soll, ist schon ziemlich klar. Mit weiteren Barracks und Stim-Upgrade. Ziemlich eindeutig, auch wenn da ein paar Hellions rumstehen. Das wird Bioplay. Banshee macht sich auf den Weg. Frage ist, was macht Namsha hier? Er schnappt sich Doppel-Evolution-Chamber. Das sieht man normal für Link Baning. Massive Drones auch nochmal mit dazu. Melee-Attacks oder Missile-Attacks? Melee-Attacks, okay. Link Baning wird schon mal, ob Smooters dazu werden, ist momentan noch nicht so hundertprozentig garantiert. Denn er spart sich da den Leertag und eben Upgrades-Priorität. Das ist erstmal Link Baning für den Anfang. Ob da Mutas mit nachgezogen werden oder ob es Richtung Ultras stattdessen geht, wird sich zeigen über Zeit. Aber der Grundaufbau kommt über die Linge und dann das Baning, das fehlt natürlich noch. Also erstmal sind es nur Linge, aber da kommt der Leertag. Das Baning, das könnte man auch jetzt schon setzen. Man braucht den Leertag für das Speed-Upgrade für die Banes. Aktuell möchte das anscheinend Namsha noch so irgendwie managen mit Queens und mit Lingen. Aber eine Queen geht da schon mal down. 1-1 beginnt auch für den Terran. Und die Biomasse wird dann auch anwachsen. Vierte Basis unterwegs für Namsha. Sein Creep ist ziemlich fleißig auf dieser Map. Das Romantis halt bisher. Und ziemlich gut eingedeckt in Creep. Denn es konnte nicht so viel dagegen machen. Schon ein bisschen angekratzt. Baning Nest ist jetzt auch unterwegs. Und wir haben dann bald die ersten Medivacs auch mit am Start. Dann kann Vindic da fröhlich droppen. Dann keine Mutas draußen sind, hat er damit keine Schwierigkeiten. Und da kommt die Armory für die Terraner 2-2 Upgrades. Die vierte Basis wird auf jeden Fall fertig werden. Ja, der Creep, er entwickelt sich. Also der geht in alle Richtungen fröhlich weiter und auch ziemlich gut flächendeckend. Man sieht, dass in alle Richtungen geht. Sogar hier nochmal eine neue Basis unterwegs. Ja, dann versuchen da jetzt mal ein bisschen ein Zeichen dagegen zu setzen. Wir sind bei insgesamt 8 Queens. Der Spire ist jetzt unterwegs, jetzt wo der Leertag da ist. Dafür die Queens ein bisschen out of position. Eine wird weggesniped. Baninge fehlen natürlich hier gerade noch ein bisschen. Die werden jetzt gehen wir oft 9 Stück. Die Bio sagt hier schon mal Hallo und möchte die Basis oben unter Druck setzen. Da wollen die Drones jetzt dann arbeiten. 75 zu 68 der Worker Count.
Das Bayer dauert noch, ist jetzt halb fertig. Die Hellions sind immer noch angeschlagen. Die Marines halten sich ein bisschen zurück, wollen sich von den Hellions beschützen lassen gegen die Säuglinge. Die Queens wollen am ehesten an die Medivacs ran. Oh, die Linge kriegen einen recht guten, richtig guten Surround auf die ganzen Hellions. Jetzt verschwinden einfach, jetzt kommen die wenigen wieder dazu. Und das heißt für die Bio, wir müssen einpacken, wir müssen nach Hause. Eingeladen, zurückgeflogen. Und wir haben sofort 11 weitere Drones. Also Namshan legt nochmal nach. Sein Spire ist gleich da, kann dann Mutas bauen. Die nächste Terran-Truppe möchte rauslaufen. Aber das sieht ziemlich solide aus gerade für Namshan. Klar, Supplies zeigt das noch nicht ganz. Aber der Aufbau ist gut. Er hat eine vierte, er hat eine fünfte. Er hat massig Drones. Und da kommen starke Upgrades. Und jetzt sind gleich noch Mutas mit dazu. Die ersten drei werden gebaut. Vespinkas wäre das. Fehlt ein bisschen an den Mineralien-Scan hier vorsorglich. Basis soll belagert werden von den Marines. Unten geht's auch zur Sache. Da wird noch mehr Crew abgegründet. Da ist die 15 in Gefahr. Die Frage ist, wie sieht's aus für die Basis? Da geht's erstmal rein in die Drones. Die Queens müssen aufpassen. Oh, schon Zeus kommt rechtzeitig. Der Drop wird gestoppt. Hier geht's rein mit Widowmines. Drei Stück. Die zweite wird gemicrot. Die dritte hängt noch weiter hinten ab. Overseer ist mit dabei. Die Marines wurden in der Mainbase wieder ausgeladen. Also es geht gerade an zwei verschiedenen Fronten zur Sache. Im Norden rennt der Zerg tatsächlich drauf auf die ganzen Marines. Die Banigen kommen jetzt auch mit rein. Oh, der Loudon kommt im letzten Moment tatsächlich und rettet damit die Marines. Der Banigen war schon richtig auf Kuschelkurs. Hier waren die Banigen schön rausgefokust, damit sie gar nicht etwas tun können. Die Widowmines graben sich an der Hedge ein, damit die Reinforcements direkt abgefangen werden. Die Widowmines werden jetzt aber geklärt. Overseer ist mit dabei. Die Marines, oh, das ist ein mutiger Loadout. Der wird so nicht funktionieren. Im Norden geht es auch direkt wieder zur Sache. Es sind aber nicht mehr so viele Marines übrig tatsächlich. Die Queens können das schaffen. Eine Queen geht aber trotzdem dabei down. Die Medics ziehen sie zurück. Hier kommt der nächste Trupp angelaufen. 12 Mutas jetzt im Bau. Also jetzt kommt die Wand an Mutas mit dazu. Dann sieht es für die Medics ein bisschen gefährlich aus. Oh, Widowmines könnte einen Riesenstreffer landen. Trifft auch ordentlich. Die eine Widowmine macht mega viele Kills. Hier kommt gleich eine ganze Wand an Baninge mit dazu. Da müssen die Marines aufpassen. Linge rennen schon mal voraus. Widowmine schießt, nein, ein bisschen zu weit. Schießt hinten auf den einzelnen Link. Macht nicht den massiven Splash-Damage in die Marines. Moment, die Baninge sind jetzt da und Baning Speed ist jetzt online gekommen. Die 5. Edge kriegt trotzdem noch Schwierigkeiten. Aber Namsha schafft es erstmal, das Ding zu halten. Hier die 4 Marines sind immer noch unterwegs. Das eine Medic wird jetzt runtergesniped. Und da kommt Machin Zeus gegen den restlichen Trupp. Das nächste Medic soll auch noch fallen. Und damit haben die Marines keine Fluchtmöglichkeit mehr. Nehmen nochmal die Queen mit. Aber wir werden den Fight hier verlieren. In der Mitte der Karte ist der nächste Trupp unterwegs. Oh nein, die Queens! Missklick! Die Queens kotzen ihre eigene Kollegin auseinander. Oh, wie bitter ist das denn? Richtig bitterer Missklick gerade von Namsha. Am Ende, die Queen kann er trotzdem am Leben halten. Die wollen die immer, die wollen den Kill immer noch. Die sind immer noch auf A-Klick. Deshalb laufen die da gerade hinterher. Das sieht so lächerlich aus. Mag das Namsha noch? Oder killt es sich die? Man sieht das, wenn man die Queen anhand, dann sieht den roten, dann sieht die rote Markierung. Ja, die wollte injecten und sie tankt halt echt lange weg, ne? Gegen die eigenen Queens. Oh, er hat es im letzten Moment. Er im letzten Moment hat es gestoppt. Die Queen lebt mit Weird Points. was man immer wieder mal sieht, hä? So, aber da ist die nächste gesammelte Vindicta Army. Beide sind fast maxed. Plus 2 wurde ein bisschen verschlafen. Das braucht ein bisschen länger als das plus 2 Armor. Auf der Zerg-Seite ist 2-2 schon drauf. Plus 1 auf den Mutas drauf. Link Baning. Und hier ist kaum Creep vor der 5. Hatch. Die Queen steht da auch immer noch mit dabei. Die wird das wahrscheinlich nicht lange überleben. Thor auch mit am Start. Kann Namsha diese Army loswerden? Er schickt ein paar Baninge hier rein. Der Thor ballert aber schon mal zurück. Da ist die Queen jetzt auch weg. Nur noch eine Queen übrig. Und die nächste Baning-Welle kommt gleich. Ist allerdings nicht so riesig, muss man sagen. Victa hat sich hier schon gut hingesetzt. Mit den Widowmines, mit den Marines. Oben ein paar Marines sind ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, halten trotzdem durch. Der Thor wurde eine rausgenommen, der zweite ist aber noch mit dabei. Hier kommt die nächste Welle nach vorne, die Linge wollen den Thor surrounden. Widowmines schießen rein, einiges an Explosionen, vieles an Explosionen. Und die Marines stehen alle noch. Trauen sich aber nicht da drauf zu rennen. Es sind noch immer noch einige Baninge mit am Start. Namsha morpht auf welche nach. 50 weitere Linge, da nochmal eine Widowmine, die wird geklärt. Mutas leben noch mit 16 Stück. Und beide immer noch kurz vor Max-Out. Da hat sich auch Vindicta gerade versehentlich einen Marine gekillt. Ja, hier, die Banshee lebt tatsächlich noch, hängt hier ab. Ein paar Widowmines sind mit dem platziert, damit da keine Lingron-Bites rüberkommen. Der Creep ist trotzdem noch ziemlich weit vorne, muss man sagen. Also wurde jetzt schon ein bisschen zurückgekämpft, aber es ist noch einiges übrig. Overseer ist genau einer auf dem Feld und der hängt hier zu Hause ab. Overlord Speed wäre mit dabei. Es ist gefährlich, gerade gegen Widowmines. Oh, die Widowmines sieht das nicht, weil der Sichtblocke hier war. Bisschen bitter. Hier oben wollten die Lingron-Bites starten, aber da ist einiges am Marines. Da ist eine ordentliche Wall. Ohne Baninge wird das nicht so einfach, hier durchzubrechen. Dafür im Süden geht es wieder vorwärts für die Terran Army. Cancel auf die Hedge, go nach vorne auf die 5. Die ist immer noch angekratzt. Also kann man eventuell wegsnipen. Aber die Wand am Baninge möchte das defenden. Problem ist, die Wand am Baninge muss auf die paar Widowmines aufpassen, die da mit drin sind. Und der Thor stellt sich aber vorne ran, denkt sich, jawohl, ich kann mal auf die Hedge schießen, auf die Queen schießen. Ich mache hier mal den Damage. Und ich habe die Marines als Backup mit den Widowmines zusammen. Jetzt geht's vorwärts kurz Richtung Tor. Nein, es wird sie wieder zurückgezogen. Die Queen fällt da wieder auseinander. Die Marines ballen jetzt mit. Jetzt wollen die Baninge da drauf. Und die Marines, Widowmines schießen rein, nehmen einige Baninge raus. Es sind noch welche übrig.
Es wird sich nur auf dem Creep geprügelt. Sobald der Terraner den Creep verlässt, hat der Zerg auch keine Lust mehr. Es geht hin und her. Und neue Widow Mines sind damit am Start. Die Länge Rats rennen sie rein. Ein bisschen Splash Damage auf die Marines, auf die eigenen Einheiten. Die Marines hier waren abgeräumt. Hier nochmal eine Widow Mine. Wird aber nicht reichen. Gut gegengemalt. Und auch nochmal von Namsha. Jetzt möchte die Medivacs jagen mit den Mutas. Die hat er damit dabei. Und er kriegt 1, 2, 3 der Medivacs. Vielleicht auch noch das vierte. Jetzt gibt es den Fight gegen den Tor, gegen die Marines. Die Länge rennen damit rein. Jetzt ist plötzlich der Counterattack da. Vindicta hat aber selber noch eine zweite Army und bricht hier durch bei der vierten Basis. Kriegt aber seine eigenen vierten Basis. Mega Schwierigkeiten. 10 SCVs down. Die PF kassiert einiges an Schaden. 14 SCVs down. Die Bannings wurden dann nochmal geklärt und damit hat man die eigenen SCVs erledigt, aber hier wird die komplette Basis rausgenommen. 81 zu 56 Worker, die Marines aber kriegen den Basensnipe, die Terran Army wandert sofort wieder in den Süden. Also nonstop möchte Vindicta hier auch Druck machen. Der Trupp hier oben kriegt jetzt gleich Besuch von den ganzen Dingen und Mutas, die rüberkommen. Der versucht dann nochmal in Richtung Natural oder Dritte zu droppen. Die Mutas werden aber auf Kurs, um das abzufangen, kriegen das Medivac mit halbem Inhalt. Marines kamen trotzdem einige raus, waren noch jetzt weggekegelt. Im Süden geht es aber weiter, die Hedge wird nochmal gecancelt tatsächlich. Obwohl da Marines direkt nebenan standen. 3-3 für die Marines kommt bald. Mehr Dinge für Namsha. Und plus 1 Vehicle Plating ist auch gerade noch fertig geworden. Das heißt, die Widowmines und die Medivacs halten ein bisschen mehr aus. Fünfte Basis für Vindicta kommt mit dazu. Wie sieht es dann aus, Mining Tennis? Der Zerg hat noch den Vorteil, aber er ist nicht riesig. Und der Zerg braucht auch hier ein bisschen mehr Geld. 4000 Resources lost mehr. Und mit dem 3-3 wird das natürlich nicht besser. Die Linger Baininger versuchen hier wieder Stellung zu halten. Aber die Hedge ist einfach momentan keine Option. Die Drones, die Long Distance Mining sind auch nicht wirklich hier. Oh, der Drop wird abgefangen mit dem Großteil des Inhalts. Hier wird Widowmine schießen wir auf einen Mutter an der Seite. Die Missile Turret an der dritten Basis wird geknackt. Einzelne Marines reichen hier dann doch nicht. Und hier sterben einige SCVs. Wenn dessen hier wird Zeit gekauft mit Baningen. Da muss erstmal Creep weggeräumt werden. Die Mutas fliegen weiter Richtung Main. Und da ist auch ein Missile Turret alleine. Und da wird nicht viel gehen. Missile Turret ist schon down. SCVs müssen fliehen. Marines kommen angelaufen. Wenn dessen hier der Loadout und in der Mainbase, also der Drop rein in die Main. Die Linge wechseln teilweise rüber, nicht alle. Und da wird einfach vom Highground aus belagert. Wenn das hier die Marines versuchen, die Mutas einzukreisen. Die fliegen hier immer noch außen rum, müssen aufpassen, gegen wen oder was sie fighten. Ernst Marines oben auf Highground nimmt man raus. Die Mutas sind hier noch weiter unterwegs, fliegen weiter durch die Mainbase. Der Drop währenddessen wurde zurückgeschlagen, wie man sieht. Die Lingmasse hat da gereicht. 9 Drones down, 16 SCVs down. Der Natural geht es nochmal weiter. Da geht es nochmal auf ein weiteres Missile Turret. Weitere SCVs in Gefahr. Wir sind jetzt bei 58 zu 64 Worker. Namsha versucht ein weiteres Mal die Basis hier zu setzen. Ein weiteres Mal die Basis oben, bis die hat jetzt nachgesetzt. Hier wird ein weiteres Missile Turret geklärt. Die Mutas machen auf jeden Fall einen schönen Rundtrip durch jede Terraner-Basis und nehmen überall mal fröhlich das Missile Turret raus. Aber Mutas leiden auch ein bisschen runter. 18 Mutas sind tatsächlich auf dem Feld, kriegen jetzt nochmal Schaden von den Marines ab. 3-3 für den Zerg kommt, plus 3 auch für die Mutas tatsächlich. Und Edwina Glanz. Also die Zerg-Armee wird nochmal krasser. Ah, wie du meinst. Gerade mal verpasst. Aber hier die Hedge wird direkt wieder gecancelt. Die Linge hier starten den Runby auf die Basis oben. Da ist auch eine Drone mit dabei. Die ist da versehentlich mit am Start. Immer das eine Supply Depot mit dem Add-on wurde gesniped. Aber es macht für Vindicta keinen Unterschied. Er ist trotzdem auf Maxed Out Supply. Geht es auf seine Gebäude-Upgrades? Ja, aber nachdem er gemerkt hat, so viele Missile Turrets, die da anvisiert wurden, die kriegen jetzt sowohl Armor als auch Range-Upgrade. Damit sie ein bisschen effektiver gegen die Mutalisken sind, die immer noch durch die Gegend cruisen, die gerade den Livido Mine fressen. Weil halt einfach die ganze Zeit kein Overseer mit den Mutas mitfliegt. Das ist ziemlich mutig von Namsha, dass er die Mutas da ohne Detection rumschickt. Weil 3 Widow Mines und die Mutas verschwinden ziemlich schnell. Gut, 4. 3 ist. Kann passieren, dass bei 3 einfach die Mutas mit dem letzten Hitpoint übrig bleiben. So, oben eine neue Hedge. Auch die scheint nichts zu werden. Die Linge kommen aber angerannt. Widow Mines schießen ein bisschen auf die Mutas. Nochmal Widow Mines. Oh ja, die Widow Mines treffen ziemlich gut auf die Mutas, aber es ist zu viel Zerg trotzdem da. Die Terran-Truppe wird zurückgepusht, aber es ist halt nicht die einzige Terran-Army. Im Süden ist wieder mal eine unterwegs und die pusht nach vorne. Drum war der Zerg da eben gerade in der Überzahl. Der Terraner war gesplittet unterwegs. Die Queens schon susen sich bis zum geht nicht mehr und überleben trotzdem nicht. Zumindest eine down und die zweite geht auch down. 3-3 ist aber ready beim Zerg. Damit ließ die Zerglinge nochmal ein ganzes Stück stärker. Rennen rein in die Bio. Da fehlen jegliche Medivacs. Das heißt, die Bio muss laufen. Im Norden gibt es den nächsten Fight. Da Linge bei Linge versuchen mal Stellung zu halten. Ein bisschen was wird rausgeballert, aber die Bio setzt sich hier durch. Kann die Hedge oben rausnehmen. Unten der Terraner sammelt sich auch direkt wieder. Das Vindicta hier ständig oben und unten unterwegs. Und versucht einfach nach Möglichkeiten Schaden zu machen. Und hat auch immer wieder Erfolg, wie man sieht. Geht nämlich auch hier wieder ran an die. Was ist denn das? Die vierte fünfte Basis ist das. Offiziell. Aber solange die Linge mal dran sind, man sieht das auch ohne Heal, wird das ein bisschen schwieriger. Nur noch 3 Medivacs sind übrig. Und das sind nicht wie eine Glänzlinge inzwischen. Mit plus 3 Attack. Also die tun weh, wenn sie an irgendwas rankommen. Hier aber Widow Mines könnten gleich einen ordentlichen Konter. Nein, die Linge rennen an einem vorbei. Die Mutas kassieren die Widow Mine. Und die Bay wird einfach gefressen von den Zerglingen. Also das muss Vindicta ein bisschen respektieren, dass die ganzen Linge da am Start sind. Die Mutas jagen auch noch weiter nach vorne. Die Mutas echt, die kennen da gar nichts. Keine Detection mehr dabei, aber einfach nach vorne rennen.
ist denen komplett egal. Und wenn da ein paar Widowmines im Weg liegen, das Risiko möchte Namsha eingehen. Gibt es gleich im Süden wieder Besuch, baut aber gerade auch Ultralisken. Er hat gleich +3 auf seinen Mutas drauf. Ist selber Max, Vindicta ist fast Max. Ne, Weitrick Fiend, die stirbt. Die Herbst soll gesniped werden. Die Baninge schaffen die das. Die Baninge schaffen das, die Herbst zu schützen. Gerade so, 150 Hitpoints verbleiben. Da unten steht aber noch ein ganzes Minenfeld, durch das Namsha jetzt erstmal durch muss. Er hat auch gerade gemerkt, dreht erstmal ein bisschen um. Hier nochmal Medivac, das zurückfliegt. Jetzt sind es wieder ein paar Medivacs nachgegeben. Es sind 16 Widowmines halt auch auf dem Feld. Ja, die beiden meinen fröhlich ihre Basen runter dieses Jahr. Also neue Basen sind wir noch nicht so wirklich. Der weitere Versuch dieser Basis. Aber da kommt auch schon die Bio angelaufen. Und Vindicta selber versucht jetzt endlich mal seine sechste Basis zu holen. Und merkt jetzt, dass Ulis da sind. Also ein weiterer interessanter Gegner. Kitness Padding ist auch drauf. Die Ulis sind fast voll abgewählt. Was noch fehlt, ist das Speed Upgrade. Das kommt aber auch gerade. Im Süden wird jetzt aber mal... Oh, einmal richtig massive Widowmine-Hit. Aber da wird die Terraner-Basis geblockt. Weil man sieht das mit dem Arm-Upgrade. Das Command Center hält einiges aus. Die Mutas müssen sich wirklich abmühen, da durchzukommen. Schaffen es am Ende doch nicht. Command Center bleibt am Leben. Und hier gibt es währenddessen das Main CC, das rübergeflogen ist. Ich sage, ich möchte trotzdem hier die Basis stoppen. Beide Basen stoppen im besten Fall. Die Ulis rennen rein. Baninge nicht sicher, ob da noch jemand dabei ist. Man sieht da nicht so viel unten drunter. Command Center geht auf jeden Fall down. Der Uli da drüben lebt noch, aber die PF lebt ebenfalls. Ich sage, ich muss sich zurückziehen im Norden währenddessen. Was ist denn das für ein Durcheinander? Da sind die linken Ulis einfach reingerannt. Also es geht gerade nonstop was vor sich. Hier ist die Bio am Start gewesen. Die wurde ein bisschen zurückgebuddert. Dann kamen die Baninge und die Linge von der Seite mit den Ulis zusammen. Und man sieht, dass die Turn Army sollte da zusammengezogen werden. Ich glaube, das war fast ein F2-Move, was da Vindicta gemacht hat. Somit flieht sich hier oben die ganze Truppe, kriegt aber trotzdem einen der Ulis nochmal weg. Und die wird um eins leben nach wie vor. Und hier geht es wieder in die andere Richtung. Der Circuit zieht am Rückzug. Die Ulis werden gejagt von dem Rodden, kriegen den ersten. Wollen noch die Baninge mit dazu, kriegen auch davon einiges. Kokassestells ist mit drauf. Oben wandern die Linge rein. Widowmines werden geklärt, bevor der Uli irgendwie da dran drauf geht. Hier fliegen die Medivacs mit runter. Und die Terran Army ist jetzt wieder im Süden versammelt. Die Zerg Army kommt da auch wieder mit zusammen. Mit weiteren Reinforcements, mit weiteren Mutas. 13 Mutas, 2 Ulis. Transuses auf den Uli. Medivacs werden nochmal rausgenommen. Die Terran Army möchte aber weiter Druck machen. Was ist los mit diesem Game hier? Dieses Nonstop hier, was zur Sache geht. Liberate jetzt oben an der Base. Und ja, da hilft der Uli wenig. Unten geht es zur Sache mit 3 Ultralisken. Die Hatch lebt noch, wurde nochmal transused. Die Widowmines schlagen auf die Uli sein. Die Bio kitet nach hinten, nutzt noch weitere Widowmines als Backup. Und aktuell Vindicta hat da die weitere Base mit der Goldbasis, die er sich da geschnappt hat. Nicht der Goldbasis, mit der Bonus-Vespingas-Basis. Die hier, wo halt sein Main-CC rumsteht. Namsha kämpft weit ums Überleben, aber überlebt tatsächlich. Also kriegt einen weiteren Drop in der Main-Base ab. Wieder mal der Highground hier, die Widowmine ist mit am Start, schafft es aber nicht zu schießen. Die andere schießt lieber auf den Overseer, hilft da nicht wirklich viel. Der Uli kommt jetzt mit angelaufen, das sind hauptsächlich Marines, das heißt, die werden den Fight nicht gewinnen. Die Mutas sind noch 11 Stück, nur nicht sicher, wo die gerade alle unterwegs sind. Im Norden natürlich wieder geht was ab, wieder ist die Bio zur Stelle. Die Marauder stellen hier die Frontline, die Marines versuchen den Schaden zu machen. Der Uli geht down, die Baninge gehen ebenfalls down. Der Terraner setzt sich durch, kann das oben die Hedge angehen, wenn das unten wurde noch ein Teil gejagt. Die Medivacs werden am Leben gelassen, denn die Zerg Army wandert gerade wieder in den Norden. Also Namsha rennt da gerade hin und her, versucht Vindicta da ständig hinterher zu laufen. Und Vindicta macht da momentan einfach die besseren Snipes, kriegt diese Hedge hier. Die Drones bleiben zwar am Leben, aber eine weitere Basis down und Namsha könnte dringend eine weitere Basis brauchen. Jetzt hier Ulis von der Seite, Mutas von der Seite. Jetzt soll es diesen Drop an den Kragen gehen. Die Mutas versuchen sich da durchzusetzen, die Marines ballern zurück, aber der Drop wird komplett geklärt. Was hat denn Namsha noch an Mineral Fields? Mainbase ist leer, Natural ist auch leer, dritte Basis ist leer. Er hat seine vierte und seine fünfte. Er hat zwei Basen, nicht mal ganz. Das ist anderthalb Basen, was er da noch hat. Er braucht dringend diese Basis hier oben. Die hat aber gerade verloren. Also Zerg Income ist, ja, massiv gedroppt, wie man sieht. In den letzten 2 Minuten gab es eine massive Änderung im Mining-Vorteil. Die Zerg Army versucht aber trotzdem weiter zu fighten. Die Marauders sollen von den Linken surrounded werden. Natürlich, die Ulis möchten an die Marines ran. Und die Zerg Army kann tatsächlich noch weiter fighten. Pusht den Terran ein weiteres Mal zurück. Also Namsha, er schafft es auf jeden Fall trotzdem, die Fights noch so zu gestalten, dass er nicht zu viel verliert. Sein Army Supply steht noch. Wie man sieht, er ist dann nie unter so eine kritische Masse gefallen. Immer 80 Supply oder mehr an Army Supply auf dem Feld gehabt. Trotz jeglichem Fight, der da vor sich ging. Und er baut auch weiter nach. Die Hedge oben soll wieder neu entstehen. Unten wollen ein paar Linge Runby starten, aber da sind Widowmines und Bio im Weg. Dafür jetzt der Zerg trotzdem mal ein eigener Zerg-Angriff. Es ist eine Weile her, dass die Zerg-Army gebündelt irgendwas angegriffen hat. Das kommt jetzt aber, dass... Oh Gott, die Widowmines schlagen schon mal richtig massiv an. Linge kommt von der Seite, eine weitere Widowmine trifft damit rein. Die Mutas kassieren megamäßig, aber die Bio wird trotzdem gejagt. Die Ulis wollen sie wissen, die Mutas fliegen über alles drüber. Baning crashen jetzt aber rein, die Bio wird abgeräumt. Die Mutas sind jetzt auch weg, aber es sind die Ulis, die jetzt sich hier gerade durch alles durchsäbeln. Hat Vindicta genügend, um gegen die Ulis durchzukommen? Die Basis Nummer 3 wird geliftet, die Main-CC ist geliftet worden. Namsha jagt mega viele Ressourcen da rein und kriegt trotzdem Erg mit Widowmines an seiner Basis oben. Und Widowmines unten an dieser Base, die ist nur nicht ganz in Reichweite, dass sie irgendwas anschießen. Also Namsha hier plötzlich mit dem YOLO-Move
reißt sein ganzes Army Supply da in den Tod, um es möglichst viel vom Terraner mitzunehmen. Hat auch einiges mitgenommen. Vindicta konnte noch einiges nachbauen, einiges mobilisieren hier wieder. Die Marauder als Frontline, die sind auch ziemlich angeschlagen, muss man sagen. Die Medivacs wurden wieder einige rausgenommen. Ist nur noch bei 3 Medivacs. Die Drones wurden gerade nochmal zerlegt von diesen. Oh, die wird doch meins. 7 Kills und 10 Kills. Die haben gerade nochmal so oft die ganze Basis hier an Economy zerstört. Tatsächlich ist es nicht so schlimm für Namsha, weil ihm fehlt natürlich sowieso die Mineralienfelder. Das heißt, es ist nicht der Mega-Schlag für seine Economy. Seine Economy war vorhin schon nicht so toll. Das wird jetzt bloß noch nicht unbedingt besser für ihn. Die Basis leidet direkt wieder. Der Süden ist eine Schwachstelle die ganze Zeit schon. Dinge opfern sich für die Widowmines. Die Widowmines treffen auch nicht so viel. Weitere Widowmines kommen aber mit dazu. Einmal in die Mutas, einmal in die Linge. Das wird aber alles aufkommt. Und wieder geht's im Norden zur Sache. Und da wird die Hedge tatsächlich ein weiteres Mal gesnappt. Wie die Bayou hier und her rennt und ständig es schafft, die Hedge-Release loszuwerden. Namjas Income ist da einfach nicht so grandios. Hier die Ulis werden durchgeballert von der Bayou. Die Bayou setzt sie nach und nach durch. Namsha, wie lange kann er das noch durchhalten? Momentan Vindicta setzt sich da mehr und mehr durch an allen möglichen Seiten. Und für Namsha sieht das überhaupt nicht gut aus. Da wird zurückgeschossen. Und oben, die Basis ist bereits da. Da werden die Reste aufgesammelt. Die Sorgami zieht sich nochmal zurück. Vindicta, er hat ja immer noch einiges an Bayou. Die Ulis säbeln sich hier durch. Wird um eins 14 Stück auf dem Feld. Und die Ulis warten hier weniger. Oben geht's weiter. Die Bayou möchte da weiter nach vorne. Die Marines ein bisschen nach hinten, die Banyan kommen dazu, die Widowmine trifft dieses Mal nichts, da wird nochmal aufgeräumt, glaube ich, von den Lingen und den Banyan im Süden, die Basis, die geht allerdings down, Namsha hat halt echt fast nichts mehr an Economy, Vindicta wendet es einen Punkt einfach fröhlich und Namsha, er sammelt nochmal seine letzten Reste, die er da hat, einige Linge, ein paar Mutas, Widowmine mit dabei, Widowmine trifft nochmal auf die eigenen Terraneinheiten, teilweise Mutas hauen damit rein, aber da kommt das GG Verplaten, damit ist es der Sieg hier für Vindicta und nach ein paar steigenden Schwierigkeiten kann man erwähnen, was für ein Game das war. Oh man, 45 zu 54.000 Resources lost, 2-0, also für Vindicta, aber was für ein Gefeite hier. Ständig zwei Seiten Angriffe im Norden und im Süden. Namsha musste so viel hin und her rennen, um dem Gegner da hinterher zu kommen. Wir hatten da massig Linge, 750 Linge, 51 Drones, 39 SCVs, viermal die Hedge-Snipes und aber noch so viele Cancels mit drin, die da Namsha noch dazwischen hatte. Und ja, am Ende war es einfach nicht genügend Geld da, um den Fight weiterführen zu können und einfach richtig gutes Management. Also muss man echt sagen, was Vindicta da für ein Late-Game-Management ausgepackt hat. Also nicht tech-mäßig, sondern einfach, ich pump Marines und Mines und ich bin einfach überall. Gerade, es hat, glaube ich, ständig irgendwo eine Base geblinkt bei Namsha. Ich glaube nicht, dass er mal eine Minute Ruhe hatte. Ja, und an dem Schlachtfeld sind massig Zergs eingegangen, wie man hier noch die letzten Überreste sieht. Aber ja, mega cooles Game auf jeden Fall von den beiden. NA delivered bisher ziemlich krasse Games, muss ich sagen. Bin mal gespannt, was da noch so alles kommt. Das war's mir, bis zum nächsten Mal und ciao.